herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality hier auf der Grünfelderland. Unsere Produktion steht still, aus dem einfachen Grund, dass wir keine Hackschnitzel mehr haben. Also die Bretterpalettenproduktion steht leer. Jetzt muss ich mal hier ganz schnell Hackschnitzel verladen, rüberfahren, dass die Bretterpalettenproduktion wieder startet. Und ich muss gleich zu Beginn mal den Albert anrufen. Jo. Albert, hallo? Jo, ich bin dran. Gut. Wie schaut's denn aus bei dir jetzt mit, Ich fang jetzt gerade an. Oder ich häng zumindest das Mähwerk an. Ich hatte Schwierigkeiten gehabt. Ich weg drin, aber es geht. Ich fange jetzt an mit Mähen. Mit Ernten, hoffe ich. Ja, mit Ernten. Okay. Ich habe ein kleines Problem. Ah, wobei, nee, das passt ja jetzt doch. Ja, unser Sägewerk ist leer gelaufen. Kein Brennstoff mehr. Muss ich gerade mal ein paar Parkschnitzel umfüllen. Haben wir zum Glück noch welche bei der Palettenproduktion. Wie gesagt, ich fange ja gerade erstmal an mit Mähen. Ne? Jo. Der Mähdrescher hat das allerkleinste gerade da gehabt. Den Fan. Großes Gerät ist das. Ne? Den Ideal, ja, das hat er mir gesagt. Ich hoffe, dass das Feld ganz reinpasst. Ich fange einfach mal an jetzt. Ne? Ja, was hat man denn drauf? Sojabohnen, ja? Das bringt ja gutes Geld. Ne? Ja, das ist gut. Was gibt's denn da gerade? Sojabohnen. Je nachdem guckt man nämlich, ob jemand mehr zahlt. Der Sojabohnen ist gerade hier über 2260. Ah ja. Wie viel? 3260. Drei. Ich verstehe immer nur drei. Nee, zwei. 2000. 260. Das ist ja gut. Gutes Geld. Ja. Jo. Dann gucken wir mal, was rauskommt. Ich sag dann Bescheid, wenn es soweit ist. Ne? Jo, bis dann. Jo. Tschüss. Tschüss. Ich hätte auch anfunken können. Es ist so schlecht hier mit der Sicht. Was ist denn jetzt los? Ich weiß nicht, woran es liegt. Also wir haben definitiv im Moment ein paar Problemchen, was die Server-Performance angeht. Wir müssen mal gucken, ob wir das irgendwie geregelt bekommen. Es liegt nicht unbedingt an den Mods. Sondern das kann auch durchaus am Hoster liegen. Das muss man jetzt aber dann mal nächste Woche herausfinden und checken. Und je nachdem entscheiden, wie wir damit umgehen. Drin, was wir eigentlich haben. Ich hoffe mal, dass die jetzt das reicht, um die Produktion von den Bretterpaletten wieder ordentlich anzukurbeln.
sonst habe ich natürlich ein größeres Problem. Ich werde mal den Harry gleich noch anrufen. SMS muss reichen. Volker Varuna, hallo? Hallo? Hallo, Harry. Ja? Du, wie schnell brauchst du denn Papierpaletten oder Kartonpaletten? Jetzt ganz auf die Steile noch nicht. So viel Milch habe ich eh noch nicht. Okay. Die Produktion wird nächste Woche anlaufen. Ja. Okay. Also nur, dass du weißt, dann kann ich dir die auch sicherstellen. Was ist denn jetzt los? Ich fahre jetzt erst runter zum Hof. Okay. Ich melde mich dann bei dir. Jupp, mach das. Bis dann erstmal. Bis dann. Jo. Ciao. Ja, Albert. Hallo, Volker. Ja. Ich bin mir gerade was eingefallen. Mit der Reise war gar nicht auf den Fest bei der Feuerwehr drauf reagiert. Meinst du, das würde sich für uns lohnen, wenn wir einen auf Biobauer machen? Nee, ehrlich gesagt nicht, weil wir so viel Gülle und Mist gar nicht rankriegen, damit wir das so, dass der Ertrag und die Düngung passt. So, okay. Also ich glaube im Moment auf jeden Fall noch nicht. Ich bin gerade so durch den Kopf gefallen. Es gibt ja auch so eine Fruchtmensch, wie heißt die? Ölrettich, ne? Aber da musst du ja auch eine Weile warten, bis das gewachsen ist. Ja. Eine Idee wäre, dass man das vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt noch probieren. Kannst du eigentlich auch nur machen, wenn du nicht ganz so viele Felder hast. Ne? Warum? Ach ja, so, von der Dinge her. Ja, wegen das ganze Gülle, ne? Oder man düngt halt nicht so viel, ne? Das würde ja auch noch gehen, aber. Ja, aber dann stimmt halt der Ertrag nicht mehr. So. Okay. Wie voll bist du denn? Ich hab gerade mal hier 46%. Okay. Ich guck, dass ich gerade noch ein paar Paletten voll hat. Wenn es hinhaut, Mann. So ein Mist aber auch. Sorry, Albert. Die Paletten nerven mich. Wenn was nervt, beruhig dich. Immer raus, was. Und ich hört ja keiner. So. Du dürfte, glaube ich, fast das ganze Feld reingehen. Okay. Ja, das ganze Feld, so wie es aussieht. Ich hab so einen guten Eindruck. Sieht eben fast so aus. Oder fast. Gut, ja, gucken wir mal. Wie gesagt, ich hab den Anhänger eigentlich parat. Wenn du brauchst, gib Bescheid. Du brauchst auch, ach so, hier, den hast du ja gerade in Benutzung, ne? Ja, das sind nur Hackschnitzel, die kann ich direkt ausladen. Brauchst du ja bloß irgendwo am Feldrand hinstellen und fertig, ne? Aber ja. Wenn du, noch brauche ich ihn ja nicht, noch ist der Mähdrescher ja noch nicht mal zu helfen. Doch, jetzt hat er gerade mal 50%. Okay. Ja, ich lade jetzt noch ein paar Paletten, dass die schon mal geladen sind für die Kartonproduktion. Hast du, achso, hast du die du geholt, Fabrik da? Ja, ja, die ist gekauft. Okay, schön. Ja, ich muss den Harry nochmal anrufen. Unser Telefonat wurde vorhin unterbrochen, fällt mir gerade ein. Ja, gut. Und bis dann. Ja, bis dann. Tschüss. Ciao. Hallo? Hallo, Harry. Ja. Sorry. War vorhin Funkloch. Ich wollte nur fragen gerade, weil du schon hier bist. Ja, hier beim Händler, da habe ich gerade was bestellt, das wurde nicht geliefert.
Also beim beim Lukas Müller. Und das vielleicht steht es im Laden. Im Laden drin oder was? Vielleicht. Ja. Ah ja, da drin stehen, oder? Ja, da drin stehen sie. Ja, siehst du? Ja. Der Laden hat nämlich sich ein bisschen verändert. Ey. Ja. Gut, passt. Gut, bis dann. Ich raste bald aus, ey. Tschüss. Es geht mir so auf die Nerven, diese Paletten hier. Warum funktioniert das nicht? Alter, es funktioniert normal immer mit den Paletten. Irgendwie ist es verflucht gerade. Ich habe schon so viele Paletten in Livestreams verladen. Und hier, da funktioniert das gar nicht. Immer hast du irgendwie einen Hänger drin, dass die Paletten nicht richtig geladen werden. Ah, jetzt muss ich fluchen, damit das funktioniert, oder wie? Kann ja wohl nicht wahr sein. Oh, Glück gehabt, ey. Ich glaube tatsächlich, dass es an dem Anhänger liegt, die ganze Geschichte hier. Müssen wir mal gucken. So, jetzt sehe ich halt mal nix. Sehen ging es aber ziemlich gut. Warum? Warum hat es die jetzt weggebackt? Ich habe hier Lags, das gibt's nicht. Ich weiß vor allem nicht, woran es liegt. Das ist das Schlimmste. Ah, guck mal, jetzt geht es plötzlich, oder wie? Das hat schon mal gut funktioniert. Jetzt mache ich nur gleich wieder die Spanngurte fest, weil ich habe keinen Bock,
dass die runterfallen. So, dann packe ich nur eine Palette drauf. Dann ist es auch schon mal fertig geregelt hier. Und damit war es das dann auch von der heutigen Folge Real Farming. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo da, einen Kommentar, ein Like. Und bis, das war schlecht, bis morgen. Tschüss.